Leute, Mann hier am Start. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen Pharos zocken. Komm, gehen wir auf 60. Was soll der Scheiß? Oh, was ist das denn? Ah, 24. Ein mehr 120. Was ist denn für ein Punchstuhl? Saukerl. Was ist denn für ein Schnackenfatz hier? Ja, das ist. Muss ich eigentlich noch mal haben, ey. Diese muss dieses Gold-Emblem da haben. Das muss ich haben. Den Turm da haben. Okay. Ja, den musst du haben, den ist die Leuchtturm. Aber ich sag, nee. Hier ist kein Leuchtturm. Kommt der jetzt. Dann wandert das Ding praktisch von oben nach unten. Okay. Dann tut er ein Symbol aus. Ja. Guck mal, der Sensor, ne? Sobald du die Hand dann davor tust, wird der Bildschirm dunkel. Der passt sich dann an, so, weißt du? Dann denke ich die ganze Zeit, ich habe hier dunkel aufgenommen. Dann macht er nämlich direkt diesen da rein. Warum macht er das? Ja, das ist so ein Sensor. Man merkt so zum Beispiel, ich habe die Knochen davor oder irgendwas, dann stellt er sich auch auf dunkel. Aber hat mit dem Video nichts zu tun. So, dann wollen wir die goldene Peitsche da oben mal sehen. Nämlich genau die da oben. Den Nudge-Bonus. Ich noch einmal sehen, dann ist gut. Ich habe lange nicht mehr gespielt, du. Deswegen habe ich da mal ein bisschen was anderes. Sieht man noch gar nicht. Zwei Varianten von mir. Naja, Pharos 2 gibt es auch. Ja. Auch voll das gleiche, ne? Naja. Weißt du, wie das ist, ey. Das ist immer alles dasselbe. Ja, weißt du? Jetzt tut er sich ein Symbol aus. Also ja, am besten die Jots da. Karte da, Anker. Oder am besten ist das Schiff natürlich. Ne? Das spaziert mir. Okay. Da passiert ja nichts, oder? Ja. Dann wird jetzt runter und kombiniert. Na so, ja toll. Wäre ja sowieso scheiße gewesen. Ist ja am besten, wenn er es am Anfang kommt. Also hier zweite Walze, dritte. Weil hinten hast du ja gar nichts davon. Das ist nichts gut, diese. Aber ist natürlich alles am besten von vorne. Schade. Ja, Schiff war auch drin. Aber ja, gut. War ja sowieso nichts drin. Spiele, die waren damals auf den ersten 60 Spielen drauf vorher, ne? Ja, genau. Die Paketen, die haben sie alle jetzt in mein Top Game Menü versteckt. Ja, jetzt sind die ganz alten Kracher. Ja. Wieder so beschissen. Ja. Was willst du machen? Was soll er denn geben? Das warte, ne, das Ding da oben, ne? Ach komm. Oh. Weißt du ja, aber ist der, bringt er nicht. Geht er jetzt, geht er jetzt flöten, ja, ne? Na toll. Naja. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht kommt er ja nochmal, weiß man ja nicht. Ja, dann ist natürlich am besten, wenn er ganz oben irgendwo fällt, ne? Schon mal Knaller gab auf 10 Cent, wenn man da jetzt in Heimus ausgefahren. Ich denke mal, das ist ein Schiff, das hast du vorher gemacht. Mhm. Ja, die Wahnsinn. Schiffe wären natürlich nicht schlecht, ja. 300 pro Linie. Aber das ist natürlich alles auch Träumerei, weil es so selten kommt. Und da bringt ja alles nichts. Ja, ja, aber ist ja nichts da, oder? Ja, bringt ja nichts. Das ist das Problem. Ja, hinten ist das Ding total fehl am Platz. Aber der kann auch zwei davon bringen, ne? Ne? Bist du dir sicher? Aber rein theoretisch? Ne? Nie gesehen. Aber du kannst das ja auf jeder Walze kriegen. Ne. Einzige ist, da kann der, glaube ich, auch mittig oben sitzen. Das kann schon sein, aber also zwei.
Nein, definitiv nicht. Am besten ist natürlich immer, wenn er dann oben hin, ganz oben. Ja, ja, Logo. Das sind natürlich zwei Rutschen mehr. Aber unten hat es ihn jetzt eigentlich schlecht platziert gehabt. Ja, deswegen sage ich ja, zweite Walze oben. Dann hast du auf jeden Fall die ersten drei so ein bisschen was getümmelt. Ja, aber ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr kommen, du. Ja, ja, Logo, ganz. War jetzt dreimal da. Aber leider immer da hinten, wo du nichts mit reißen kannst, Mann. Der dreckige Saukerl. Da ist ein Klapperstorch unterwegs, du. Meinst du? Da müsste er kommen, wo der dann so gute Sachen zur Auswahl gehabt hätte, weißt du? Wo das Schiff schon steht, sagen wir mal jetzt. Oh, zwei Schiffe da, ne? Das hast du ja die Möglichkeit, dass es ein Schiff gibt. Aber rechts hast du noch keine Kombi. Nee. Jetzt auch schon zählen, weiß ich mal. Ja. Das ist auch eine Verkettung so ein bisschen. Aber guck mal, dreimal Chance auf zum Beispiel Schiff, ne? Oh, nee, ja, guck dir das an, ne? Das ist eine Sau, ey. Das sieht auch quer, ne? Nee, doch. Ein Saukerl, ey. Guck mal, da hätte es das Schiff gegeben. Nicht gedacht. Ja, schade halt, ne? Gerne mal gesehen, mit dem Schiff. Dann gehen wirklich hier im Laden die Lichter aus. Ja, wenn er auf jeden Fall mal kommt. Dann knallt das richtig. Dann wären 3 Mille komplett voll. Das ist ein Schmerzer. Das wäre auf jeden Fall eine richtig dicke Rutsche gewesen. Aber ja, gut, hätte wenn und wer. Können wir uns nichts verkaufen. Ja. Den Anker kann er zum Beispiel jetzt gar nicht nehmen. Ne? Sonst hätte er ihn wenigstens da kombinieren können, weißt du? Kommt da dran. Ja, aber. Nützlich. Ist ja nichts drin. Nur eine Drehung im Grunde genommen jetzt. Korrekt. Und dann Phoenix. Und zwei. Eine noch. Phoenix. Schade. Ein paar Mal die Chance jetzt gehabt, ey. Ne? Sechs Mal oder was? Doch kein schickes Spiel. Hat viel Totläufen. So, aber im Endeffekt könnte er mal so ein Ding reinklaren. Muss ja nur ein Kalle haben. Verstehst du nicht mal? Da muss jetzt unbedingt, kann ja auch die Landkarte rumladen. So sieht's aus. Das Schiff sah. Geht doch. Ich glaube, das war es, du. Sonst sind immer so kleine Kackgewinne, ne? Ja. 30 Cent, 60 Cent. Ja, so ist schon da noch viele tote Läufe, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das passiert gar nichts. Aber du bist schon eigentlich auf die Scheiße wirklich angewiesen. Ja. 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 Leider nix, du. Hast du gesehen, da war
Rex. Naja, da ist er nochmal schön dran vorbeigeschwommen. Schade, alte Mistköter. Naja, Leute, kann man halt nichts machen.